willkommen hier zurück zu Let's Play Doom 3. Mein Name ist Fogator und hoffentlich finden wir diesmal den Weg. Weil wir uns das letzte Mal ja ziemlich verlaufen haben. Kann ich mich zumindest daran erinnern. Natürlich nicht nur das letzte Mal, auch das vorletzte Mal. Oder das vorverletzte Mal. Denn in Doom 3 benötigt man keine Map. So, was war denn unser Ziel eigentlich? Beendet die Abriegelung, geht zur Sektorsicherheit und beendet die Betriebsabriegelung. So, wo ist jetzt die Frage, wo ist die die Sektorsicherheit? Sind wir hier? Hallo? Wo? Ach, hier kommen wir nicht weiter. Systemfehlfunktion, Manometer! Dieses Spiel ist so herrlich und geprägt von Schönheit und sagen wir so Textur Schönheit, dass ich richtig gespannt darauf bin, wie das Ende endlich aussieht. Ach, ist mir eigentlich relativ egal, wie das Ende aussieht, weil ich bin froh, am Ende zu sein dann. So, wo sind wir hier? Medizinischer Bericht. Ich habe schon alles angeguckt. Angehört vor allem. Ja, nicht alles, das ist ja alles ein bisschen lame, ne? Ach, dieses Ding. Ja. Da hatten wir auch noch, ne? Ach, die scheiß Tür geht ja nicht auf, ne? Sector Security? War das nicht das? Sektorsicherheit hier sind wir richtig. Aber ich wusste nicht, was dieses Gerät so macht. Vielleicht kommen wir da ruhig. Ich dachte ja, wie komme ich da dran, ne? Aber vielleicht mit so einem Ding hier könnte ich das machen. Da müsste ich, glaube ich. Ich denke mal, dass ich dann dafür draufsteigen muss. Mir ist nicht klar gewesen, dass wir hier lang müssen. Hallo? Was ist das? Warum ist das hier? Ist das vielleicht. Sind das vielleicht die Dinge, die mir den Weg weisen? Auch wenn es böse Zeichen sind, wo immer die Monster rauskommen? Weiß ich nicht. Hallöchen. So, was passiert jetzt mit mir? Nichts. Und oh, yeah! So, wenn ich jetzt hier in dem Loch bin, werde ich jetzt erstmal kurz speichern. Nicht, dass wir nochmal so eine Scheiße am Start haben. So, zack, zack, zack und bumm die Ente. Wer weint denn da? Erstmal alles durchladen. Was sind das, Schuhe? Ach ne, das sind Magazine. Das sah aus wie Schuhe. Buja! Was macht ihr denn da? Hätte der wohl gerne. Wen seid ihr da am Snacken? Was ist das hier? Kann ich das jetzt aufmachen? Verriegelt. Wie hieß der Typ noch gleich? Habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Chief M. Abrams. Was ist das? Okay, sobald wir ein PDA von Chief M. Abrams finden, müssen wir haben. Ja? Du hast nichts, so wie es aussieht. Du bist vollkommen entkleidet. So. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite von dem Labor. Benachrichtigungsstation. Dr. Riley, für nur mit der man für ein Schließfach angefordert. Ein Sicherheitsmitarbeiter hat dem Material heute ein Schließfach 116 unterlegt. Der Code des Schlosses ist 972. Merken, 972. Brichstation. Ach, das haben wir ja gerade gehabt, okay. Ne, hier oben ist zurück. So, Öffnung, letzter Bericht. Ach, das ist auch der letzte. Lass mich verarschen. 972. Ist es jetzt vielleicht das hier gewesen? 972? Nein. Ich probier's einfach mal. 97. Öffne dich. 972. Nein! BFG 9000, den hätte ich gern. Den BFG 9000.
Gut, das war er noch nicht. 9,7. Und wir laufen da extra zurück. Oh, was ist das denn bitte? Was ist das, ne? Was war denn das gerade? BFG-Zellen? Die kriegen wir schon die richtigen Zellen, oder? Sauerstoffreinigung. Nice, da wird auch schon gespeichert. BFG-Zellen, aber geil. So, warte. Wo ist denn hier ein PDA-Archen? Ein PDA. Ach, wir haben jetzt hier eine Abkürzung geschaffen, tippe ich mal. PDA. Hallo, PDA. Büros öffnen. Ja, was haben wir da jetzt wieder rausgelassen? Ach, ich wusste es. Hallo. Willkommen in meinem Büro. Penner, ey. Ja, ist hier kein PDA, ne? PDA, PDA, PDA. Jetzt habe ich jetzt genug Wumme hier für meine geile. So. Ne, hier habe ich alles, hier habe ich alles. Ist das ein PDA? Ich will das haben. Das scheint kein PDA zu sein. Wir müssen uns den Weg. Wir müssen das, uns das auf jeden Fall merken. Weil ich will diese Waffe haben. So, wo sind wir denn jetzt? Hol den Plasma im Serverraum im Betriebssektor. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Betriebssektor, Mann? Na gut, wir haben jetzt natürlich. Alter, habe ich mich erschreckt. Alter Vater, da rechnest du manchmal echt nicht mehr mit. Ich glaube, das hat das Spiel wahrscheinlich gut, anscheinend gut gemacht. Wo bin ich denn jetzt hier? Betriebssektor Operation. Betriebs. Ja, das könnte sein. Ja, hier sind auch wieder Monsterchen. Zu hören. Ja, die Büros sind nämlich offen. So. Hier müssen noch. Ja. Phil Wilson. So, Philly. Freiwillige. Audiolog von Phil Wilson, medizinischer Assistent, Delta Labor, 20. Oktober 21:45. Heute habe ich den dritten Teleporter-Test in 3 Wochen seit meiner Ankunft hier beobachtet. Es wird immer schwerer, Freiwillige zu finden. Kein Wunder. Bei der Rückkehr schreien alle irre von Dämonen, Blutlachen, als kämen sie direkt aus dem Fegefeuer. Erst habe ich nicht darauf geachtet und weiter meine Arbeit getan. Aber der letzte war Robert Clayton. Den habe ich an meinem ersten Tag hier kennengelernt. Einer von diesen wirklich weisen, harten Typen. Dem dann Beruhigungsmittel verpassen zu müssen und seinen sabbernden Körper in den Isolationsraum zu schleppen, hat mich fertig gemacht. Ich werde so bald wie möglich meine Versetzung beantragen. Mach das mal lieber. Schade ist nur, dass es schon zu spät ist, war. E-Mails? Hast du vielleicht bei E-Mails? Bla bla bla. Papierkrams, kein Peter Rayleigh. Und der andere war der Abraham oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier vielleicht? Gebt mir, was ich brauche. Hier muss ich hin. Aber hier muss ich jetzt nochmal gucken. Hier ist kein PDA. Ich will diese geile Waffe haben. Archive. Na du? Guck mal hier. Oh. Hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber war ultra cool. Ne? Ah, du lebst noch. Boah, jetzt kommt er aus der Seite. Ich setz mich mal ganz kurz hier in die Ecke. Ja, ein paar Zellen, das ist gut. Zack, 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 oh. Halt mal alle um. Hier noch. Ein paar Laptops für mich. Aber kein PDA. Ich will diese BFG-Waffe haben. Ich weiß nicht, was sie kann, aber ich will sie trotzdem haben. Hi.
Ja. Alles Ingenieure hier, aber alles, was wir brauchen, ist eine Rohrzange. Ne? Klack, 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 klack. Bum, bum, bum. Bum, bum. Ja. Einer nach dem anderen. Wer will es nochmal? Da ist der Serverraum. Da müsste ich hin, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht, wo ich wieder hin muss. Ah ja. Serverraum Betriebssektor. Dann gucken wir uns aber hier nochmal kurz um. So, ich möchte nämlich mal. Habe ich alles. Ein paar Granaten nehme ich noch mit. Habe ich jetzt ein paar verschossen. Was, wo geht's denn hier hin? Oh. Ja, ja. Da kein Kinn hat er. Aber Hauptsache mal eine große Schnauze, ne? Was ist das hier? Das ist echt beunruhigend, das ist so ein kleiner Pisskarton. Was will ich das jetzt machen? Nein. Ach so. Ist interessant. Okay, also da ich jetzt aber hier bin, werde ich jetzt schnell erstmal in den Serverraum gehen. Stapfen. Und das Ding holen, was ich brauche. Das. Plasma-Induktor. Und dann wird wieder gespeichert, denn jetzt gibt es wieder die größte Fetzerei, die man hier gesehen hat. Habe ich die E-Mails schon gecheckt von dem Typen von vorhin? E-Mails. Ja, habe ich schon. Und da habe ich kein 114. War das nicht der hier? Nee, ne? Ach, das war 116, glaube ich. Oh, der ist schon offen. Finde ich ja nett. So, jetzt muss ich wieder zurück zu dem El Doctor, ne? Wahrscheinlich. Hier ist alles tot. Gut. Schlaf durch weiter. So. Was? Wo führt uns der Weg denn hin hier? Am Karton, du fährst jetzt mit. Lobby. Next Transmission. Muss echt aufpassen, dass ich zerquetsche. Hier war ich doch auch schon, oder? Das kommt mir so bekannt vor. Wahrscheinlich vom anderen Weg her. Was ist hier? Nix. Aber mein Loch. Ja, hier waren wir schon. Wo ging es denn hier nochmal hin? Ach, hier sind die Büros, ne? Aber ich hab die... Oh, Alter! Was soll das denn immer? Warum steht der denn immer mir voll in der Fresse? Oh. Da kommt der Peitschenmann. Da kommt noch ein Peitschenmann. Wir können nichts. Da, wo die herkommen, da muss ich bestimmt lang. So. Ja, das sieht gut aus. So. Warte mal, hier komme ich. Nee, falsch. Bin ich doch wieder falsch gelaufen, kann das sein? So. Wo ist denn jetzt dieser Typi? Operations Security Labs. Da komme ich nicht durch, ne, bis jetzt. Entriegelt. Also das stand vorher schon da. Aber hier muss ich auch hin. Komm, komm, komm. Geh da jetzt durch. Da ist die Testchamber. Kann ich da jetzt durch? Nein, natürlich nicht. Gut, aber hier. Affenkopf. Hier ist der komische Ding. Sehr gut. Denn damit bringt... Teleporter wieder zum Laufen. Gut. Die Zeit ist knapp. Sie müssen sich durch. Er hat ein Maul. Ich gehe da jetzt hin. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Dir auch einen schönen Tag. Sequenz aktivieren. Viel Spaß. Yeah! Durch den Darm des Marses.